So, jetzt habe ich mir erstmal den Drachenatem aus meinem Tableau da gezogen. Und ja, jetzt will ich ihn erstmal leveln. Ich habe gerade so viel Glimmer, dass es wohl noch reicht. Es geht ja wie folgt: Acht schwere Waffentelemetrie kaufen, und zwar Banshee. Dann natürlich schon schnell einmal eben einsetzen. Dann mit Lichtpartikeln, ich glaube, das waren so circa 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na egal, ich zähle jetzt nicht mehr, kein Bock mehr. Wie meiner. Einer. So, jetzt müsste eigentlich normalerweise der durchgelevelt sein. Ja, ist er auch. Also ungefähr 18 sind das dann, nicht Partikel. So, würde ich jetzt mal eben upgraden hier. Upgraden. Dann habe ich jetzt nämlich auch keinen Glimmer mehr. Aber macht ja nichts, werde es euch hier mal zeigen. Jetzt hier neu ist bei dem Drachenatem der Napalm. Also es ist jetzt keine Kugel mehr, die halt Solar-Damage macht auf Dauer, sondern ist einfach Napalm, haben sie ein bisschen abgeschwächt. Die Raketengeschwindigkeit wurde auch runtergesetzt, damit man das gleich auch, wie wenn man gleich auch sieht, dass man das Napalm auch ein bisschen dementsprechend lenken kann. Also ich lese jetzt erstmal die Perks vor. Nimm den Finger vom Abzug, nachdem du gefeuert hast, um einen Solarschaden-Napalm-Kanister abzuwerfen. Also da fliegt dann halt was von weg, sehen wir auch gleich. Hier die einzelnen Fokusarten, da will ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Dann haben wir noch Überschuss, du wirst mehr Munition für diese Waffe finden. Ja, ist schon mal gut. Fixer Zug, diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden. Dann hier Speer, erhöht die Sprengkopfgeschwindigkeit und Schnellnachladung, lade diese Waffe schnell nach. Das nehme ich dann mal eben. Oh, mach ich das mal. So, dann hier noch der nächste bitte. Ein Kill mit dem letzten Projektil im Magazin verringert die Nachladezeit. Ja, gut, das hört sich an sich ganz gut an. Und wie gesagt, der Raketenwerfer sieht natürlich auch cool aus, also finde ich zumindest. Leider haben sie ihn halt ein bisschen, sag ich mal, genervt. Das heißt, ja, kein Glimmer mehr. Das heißt, dass es halt schade ist, dass man den ab und zu gar nicht mehr verwenden kann, so wirklich. Jetzt muss man kurz einen Taser einsetzen. Also PvP soll er nicht geeignet sein, weil er zu wenig Damage macht, auch mit dem Napalm. Da rennt man halt nicht unbedingt rein. Das heißt, die können immer dran vorbeilaufen. Ja gut, hier gegen KI, also gegen PvE soll die wohl gut sein. Ich teste es jetzt, wenn ich mal welche finde hier. Hier mal schon ein neues Sparrow hier. Leere Strähne. Oh ja. Yeah. So, wollen wir es mal ausprobieren. Da kommt das Napalm. Man kann auch gedrückt halten. Also man schießt gedrückt halten, lässt man los und dann fallen die Kanister runter, wie gesehen. Da kann man es halt genau abpassen, wie oder wo dann halt das Napalm runtertreffen soll. Natürlich dann halt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man schießt und wartet, bis es einschlägt und dann fallen die Kanisterdinger runter und es fängt an zu brennen. So wie hier. So brennt halt, ne? Runde brennen, brennen, brennen. Aber wie gesagt, ist halt neu. Ob man das unbedingt so haben will, ist eine andere Frage. Und sonst halt, wie gesagt, man schießt und lässt in dem Moment los, wo die Kanister abfallen sollen. Schieße ich hier gerade noch mit dem Scout-Gewehr, was ich gestern bei Osiris bekommen habe, mit dem Beutezug. Ich habe nicht keine Muni mehr, verdammt. Tja. Jetzt habe ich natürlich keine schwere Muni, ist natürlich auch blöd. Egal, machen wir weiter hier. Fällt hier noch irgendwo lila Muni runter? Wenn nicht, dann Pech. Dann höre ich gleich auf. Also besessen gehen wir gerade auch auf den Keks, ne? Ach Mann. Ja, schade. Aber wie gesehen, ne?
Das Ding kann man mal verwenden, hat halt einige Veränderungen mitgemacht jetzt hier mit dem Patch und mit dem Herausgeben der 15 neuen exotischen Waffen. Und PvE nicht zu verwenden, PvP ist okay, aber wie gesagt, ist halt Napalm, was runterfällt. Und bei Endgegnern oder Gegnern, die halt eventuell nur auf einer Stelle rumeideln, dann kann man die ganz gut verwenden. Und sonst muss man halt mal sehen. Es ist eher für mich eher so eine Spaßwaffe, also werde ich wahrscheinlich nicht so oft verwenden, weil legendäre Raketenwerfer zum Teil besser sind. Und ja, mehr wollte ich gar nicht zeigen. Danke fürs Zuschauen.